Hallo liebe Steiner Freunde und herzlich willkommen zu MNES TV. Heute sind wir wieder im Niedersachsenstadion Hannover 96 empfängt Hertha BSC. Ja, ich stehe heute mal hier. Kann sein, dass nach dem Spiel vielleicht etwas passieren wird. Mal schauen, ob er sich daran erinnern wird. Viel Spaß bei dem Vlog. Plein, j'ai un mouvement soyé. Né pour avancer, même dans le noir, on va briller. On va briller. On a presque tout vu. On n'est plus dans les ways ambiguës. On va tout simplifier. Je t'ai dit dans le Kunglo, c'est carré. Ouais, ouais. C'est carré, carré. Wir haben es wieder geschafft. Wir sind wieder da. Hallo! Herzlich willkommen bei MNES TV. Genau. Wir sind eigentlich angekommen mit Moritz und ich musste eben gerade ein Video löschen, wie Moritz kontrolliert wurde. Da sagte der Ordner auf einmal, wo sind die Pyros? Also der weiß Bescheid. Bis gleich. Wer ist denn wieder hier? Unterstützung für Hertha. Wieder bei Fritz hey, Walter, bitte. Du filmst mich, wow. Ich suche gerade nach den drei Punkten heute. Ja, aber nicht hier. Digga, schon wieder Regen. Was soll dieser Regen hier? Immer in Hannover. Wenn ich in Hannover will, regnet es. Es sieht so aus, dass heute eine Choreo von den Hertha-Fans kommen wird. Mitte Rücken! Moritz, wo sind die Pyros? Ich muss heute aufpassen. Moritz sitzt ja neben mir. Und hier ein Hertha-Fan. Also beim Jubel muss ich ein bisschen aufpassen. Alles gut, alles easy, ne? Hier ist die Mannschaft von Hannover 96! In der 5, 4, 3, 2, 1! 6, 9, 10! Liebe! Also ich muss schon sagen, die Herthaner machen sehr gut Stimmung. Auf jeden Fall. Das sage ich nicht, weil du neben mir sitzt. Sommeraktion. Und war das Elfmeter? Quatsch. Für mich ja, auf jeden Fall. Ganz klar. Was sagst du? Auf gar keinen Fall. Also schon mal, die Hertha-Fans super drauf. Hannover-Fans super drauf. Aber das Tor fehlt. Jawohl! Das war's. Erstes Tor. Hannover fehlt. Auf geht's. Offside. Vielleicht war es auch abseits, mal gucken. Sorry, but I'm not sorry. Es war abseits. Ich habe mich extra nicht gefreut. Ja, es steht weiter 0 zu 0. Das Ding ist auf der anderen Seite. Was los?
Alles gut, du kannst dich wieder hinsetzen. Ja. Mein Kollege, auch Fleiß am Film. Ja. 1-0, ne? Ja, läuft. Und die Hertha Fans sind da. Auf jeden Fall, wir sind die ganze Zeit da. Wir bleiben auch 95 Minuten da. Das Spiel wird noch gedreht, oder? Nachher an der Theke vielleicht, aber nicht hier. 3-1. Ich hab mich schon gefragt, wo die Büros sind. Schöne Grüße an Nils. Moritz, wo sind die Pyros? Das kommentiere ich lieber nicht. Es steht 2-0 für Hertha BSC. Mega geil gespielt. Yeah, heute zünden die Falschen die Klinge. Das war nichts. Wir sehen uns zur zweiten Halbzeit. Keine Ahnung, was das ist, aber sieht gut aus. Ich frage mich aber jetzt, wann endlich mal Pyros kommen. Wenigstens mal ein Torschuss. Wenigstens das. Immerhin. Ja, wenigstens ein Torschuss. Aber das reicht nicht. Das reicht wirklich nicht. Also. Warte! Schieß! Schieß! Los! Nein! Das ist doch alles nichts. Das kann nicht wahr sein. Aber wenigstens geben sie jetzt in der zweiten Halbzeit ein bisschen Gas. Schöne Grüße an Nils. Endlich Büro.
jetzt bin ich wirklich gespannt, wie das Spiel jetzt weitergehen wird. Also, es steht immer noch 2:1 für Hertha, aber Hannover gibt noch mal Gas. Jetzt sind auch die Fans wach. Und somit ist Hannover wieder zurück im Geschäft. Was geht hier ab? Aber Hannover kommt nochmal. Das könnte nochmal interessant werden. Ich frage mich aber die ganze Zeit, wann kommen die Pyros? Ja, das Spiel ist schon längst aus, 2:2. Und ich warte hier immer noch. Mal gucken. Hat auch einen Grund. Mal schauen. Phil Neumann. Korrekt. Mega cooler Typ. Leute, vergesst nicht zu abonnieren, zu liken. Und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal bin ich in Istanbul. Galatasaray gegen Manchester United. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sekarin.